Viren und besonders ein ganz bestimmtes Virus sind ja gerade in aller Munde. Das heißt, zum Glück ist es ja noch nicht in jedem Mund und in jedem Hals, aber es findet heimtückisch seine Wege. Wie kommt das Virus eigentlich in unseren Körper? Und wie können wir es aufhalten? Die Antwort verrate ich euch jetzt. Jeder Krankheitserreger hat ein großes Ziel. Einen neuen Körper kapern wie ein Pirat. Die Bilder, die ihr hier seht, sind übrigens von Timo Grubing aus dem Buch Mein Körper ist ein Superheld, das bald von Timo und mir im Arena Verlag erscheint. Und in dem es auch um fiese Krankheitserreger geht und wie unser Körper sich gegen sie zur Wehr setzt. Und das Beste, was unser Körper machen kann, ist, dafür zu sorgen, dass die Krankheitserreger gar nicht erst in unseren Körper hineinkommen. Aber auf welchen Wegen probieren es die Viruspiraten? Weg Nummer 1, die Tröpfcheninfektion. Das läuft zum Beispiel so. Irgendjemand niest und trifft uns mit seiner Rotzrakete mitten ins Gesicht. So ein Nieser kann über 160 Stundenkilometer drauf haben. So schnell wie ein Auto auf der Autobahn. Klar, dass man da keine Chance hat, aus der Bahn zu springen. Mit den Tröpfchen setzen lauter winzige Viren von einem Körper zum anderen über. Dagegen hilft Niesen in die Armbeuge, Abstand halten und? Aber es sind nicht nur die sichtbaren Tröpfchen, in denen sich Viren verbergen, sondern immer wenn wir sprechen und sogar wenn wir einfach nur atmen, setzen wir auch ganz feine, für das bloße Auge unsichtbare Tröpfchen frei. Die bilden Wolken in der Luft, die selbst dann noch im Raum schweben, wenn wir schon wieder nach draußen gegangen sind. Das sind die Aerosole. Und das Problem damit ist, dass die Tröpfchen in den Aerosolen wirklich so fein und leicht sind, dass sie wie Raumfahrer fast schwerelos durch den Raum schweben und es ewig dauert, bis die Aerosole von selbst wieder auf den Boden gesunken und ungefährlich sind. Dagegen hilft Fenster auf, lüften und raus mit der Viruswolke. Dann gibt es noch einen besonders heimtückischen Weg, die Schmierinfektion. Ein kranker Mensch niest sich zum Beispiel in die Hand und fasst dann mit der Hand eine Türklinke an. Auf der sitzen dann Viren, die nur darauf warten, dass ein ahnungsloser anderer Mensch die gleiche Türklinke anfasst. Wenn dieser Mensch sich dann ins Gesicht fasst, zack, landen die Viren in Augen, Nase oder Mund. Klar, dagegen hilft. Aber was, wenn die Viren es eben doch bis zu unserem Körper geschafft haben? Gibt's dann noch irgendwas, um sie aufzuhalten? Auf jeden Fall. Erstens hat unser Körper die Haut. An der prallen die meisten Krankheitserreger ab wie an einer Festungsmauer. Erst wenn die Viren zu einer unserer Körperöffnungen gelangen, wird es gefährlich. Nicht nur für uns, sondern auch für die Viren. Denn unsere Körperöffnungen, Augen, Nase, Mund, sind mit einer Schleimhaut ausgekleidet. Und die heißt nicht aus Quatsch Schleimhaut, sondern die produziert einen Schleim, an dem die meisten Eindringlinge haften bleiben und nicht tiefer in unseren Körper gelangen können. Damit das funktioniert, müssen wir dafür sorgen, dass unsere Schleimhaut nicht austrocknet. Und dabei helfen uns zum Beispiel Zimmerpflanzen. Die befeuchten die Luft und sorgen dafür, dass auch unsere Schleimhäute wunderbar feucht bleiben. Oh nee, raus mit dem Grünzeug! Und unser Körper hat noch einen Trick. In unserer Nase zum Beispiel sind lauter winzige Flimmerhärchen. Die transportieren den Schleim mit den festgesetzten Krankheitserregern nach draußen, wie ein Förderband. Wie wir ihnen dabei helfen können? Ganz einfach, indem wir nicht gegen das Förderband arbeiten und Viren per Popeln tiefer zurück in die Nase schieben oder gleich ganz neue Viren, die hier auf dem Finger sitzen, in die Nase hinein befördern. Wenn man sich also mal in die Nase oder in die Augen fassen muss, weil es ja so ein bisschen fies kitzelt, dann aber mit einem frischen Taschentuch. Gruselig! Ihr seht, die Viren haben einige Tricks auf Lager, um in unseren Körper hineinzukommen. Aber auch wir haben einige Tricks drauf. Und mit denen können wir die Viren nicht immer, aber meistens zurückschlagen. Ich wünsche euch dabei viel Erfolg und bleibt bis zum nächsten Mal gesund und munter.